Laycock liegt etwa 2 Autostunden westlich von London entfernt, ganz in der Nähe der Städte Bristol und Bath. Hier haben wir Halt gemacht auf dem Weg Richtung Fähre nach Irland und sind noch kurz bevor das Schloss auf das Klostergelände gegangen und haben es bewundert und besichtigt. Laycock Abbey wurde im 13. Jahrhundert gegründet und ist im Verlauf der Zeit durch die Hände verschiedenster Besitzer gegangen, bevor es 1944 an den National Trust verkauft wurde. Das Kloster war ebenfalls Kulisse für die verschiedensten Drehs, bekanntesterweise für Harry Potter und der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens und der Halbblutprinz, wie zum Beispiel aber auch The Other Boleyn Girl, Wolfman oder Pride and Prejudice, um einige andere zu nennen. Ebenfalls zu sehen ist hier beispielsweise auch der Raum, in dem der Spiegel Ner Haggib untergebracht worden war für den ersten Harry Potter Film. Das Kloster war ebenfalls Heimstätte für die Talbot-Familie, deren Mitglied Henry Ford Talbot als Pionier der Fotografie gilt, da er das erste heute noch existierende Negativ herstellte. Laycock selbst wurde bereits im 11. Jahrhundert schriftlich erwähnt und ist seinerseits ebenfalls großenteils Eigentum des National Trust und auch hier Kulisse für die verschiedensten Drehs gewesen, auch hier Harry Potter, Downton Abbey oder Pride and Prejudice.